Es ist so ungemein typisch, was heute passiert ist, mitten im harten Lockdown, in dem zweiten harten Lockdown, den ja wenige vorher so wirklich erwartet haben, noch im Sommer. Da erreicht der DAX jetzt sein Allzeithoch. Und ein Analyst, ich glaube, der DZ Bank hat heute formuliert, nach jeder Pandemie kam ein Boom. Und ja, da gibt es zwei kleine Haken. Erstens haben wir noch Pandemie und zweitens ist nicht sicher, dass dann ein Boom kommt. Aber all das wird eingepreist, wird eskomptiert, wie die Börsianer sagen, als wäre es schon eben dieser Boom. Der Boom findet eigentlich woanders statt. Das wollen wir uns aber gleich mal anschauen. Zunächst mal so ein paar Headlines zum Beispiel hier aus der Süddeutschen Zeitung. Warum der DAX ausgerechnet jetzt einen neuen Höchststand erreicht über der 13.800er Marke und dann eben dieses Zitat, nach jeder Pandemie kam ein Boom. Da wird also der Boom jetzt schon eingepreist, bevor die Pandemie wirklich zu Ende ist. Und der Holger Cepic verweist hier auf einen Artikel aus der Welt. Dieser Rekord, nämlich dieses Allzeithoch beim DAX, verspricht den Aufbruch in eine neue Wohlstandsdekade. Ja, es sind paradiesische Zeiten vor uns. Das bisschen Schulden, gell? Das ist doch kein Problem. Schulden werden doch eh nicht bezahlt. Insofern spielt das keine Rolle. Es ist hier die Rede von einem Traumszenario. Ja, die Pandemie geht vorbei, die Wirtschaft wird sich bombig erholen und gleichzeitig sind die Notenbanken noch voll mit dabei. Besser kann es doch gar nicht sein. Man findet keinen Analysten, der in irgendeiner Form sagen würde, naja, 2021 könnte ein bisschen schwierig, ein bisschen holprig werden. Und jetzt, das vor der Perspektive, dass wir jetzt noch nicht mal wissen, wie lange wird denn dieser harte Lockdown noch wirklich dauern. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, hat heute gesagt, also es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ganze über den 10. Januar hinausgeht, am 5. Januar. Will sich ja Merkel mit den Länderchefs verständigen, wie die Lage derzeit ist. Aber alle sagen unwahrscheinlich, dass das dann am 10. Januar vorbei sein würde. Und Ramelow hat auch einen interessanten Satz gesagt, wir werden mit Pandemien in Zukunft leben müssen. Das wird niemals vorbeigehen. Also das ist ein Wermutstropfen vielleicht, aber das wollen die Märkte natürlich nicht hören derzeit. Dann hier der Deutsche Bank Analyst Reed, ich lese Ihnen das mal vor, was der grundsätzlich sagt, wir erleben so etwas wie einen historischen Konsens, sagt Jim Reed, Stratege bei der Deutschen Bank, in den 25 Jahren, in denen er Investoren den Ausblick, in denen er mit Investoren den Ausblick auf das kommende Jahr besprochen hat, kann er sich an keine Zeit erinnern, in der so wenige Anleger, wenn überhaupt jemand, das zentrale Narrativ bestritten habe. Ist dies ein Warnzeichen, fragt Jim Reed, oder reflektiert das die Tatsache, dass die nun vorhandenen Impfstoffe die Wirtschaftswelt zum Positiven verändern? Nun ja, wir haben mit dem Impfstoff noch relativ wenig Erfahrung. Bisher sind maximal die ersten Dosen verabreicht worden. Man muss sich ja zweimal impfen lassen, erst nach der zweiten Impfung, einige Tage nach der zweiten Impfung. Wenn das alles so stimmt, was uns da versprochen wird seitens der Pharmaindustrie, tritt ja diese Immunisierung gegen eine Infektion ein. Aber es ist erstaunlich, wie einhellig dieser Konsens ist, wie alle das Gleiche glauben, alle glauben an dieselbe Zukunft. Setzen wir uns ins Jahr 2019, da waren die Zukunftsperspektiven viel unterschiedlicher. Und dennoch kam etwas, was keiner auf dem Zeiger hatte. Wir werden sehen, was 2021 auf dem Zeiger hat. Aber die Perspektiven sind natürlich bullisch ohne Ende. Hier sehen wir mal von der Welt hier eine Auflistung der Kursziele für das Jahr 2021. Gut. Das ist ein bisschen abgeschmackt, weil alle Analysten immer ein bisschen höher gehen, als der Schlussstand des vorherigen Jahres ist. Durchschnittlich 14,323 Punkte, also 14.323 wäre ein Plus von 7,3%. Es gibt nur Ruland Research, die kennt eh keiner, ja, und die sind am pessimistischsten mit 11.850 Punkten, aber ansonsten eigentlich nichts unter 14.000 Punkten beim DAX, also es kann nur nach oben gehen. Wenn wir uns das Ganze mal beim S&P 500 anschauen, Durchschnitt 3.903, durchschnittlicher Kursgewinn von 5,8%, wäre jetzt nicht so viel, aber die Amerikaner, die haben natürlich schon sehr, sehr viel abgefrühstückt von dieser Rallye, da sind schon mehrere Booms enthalten. Und was ist die Rechtfertigung für diesen Boom? Brauchst du einen Grund für die Stock Market Rally, fragt hier Sarah Poncheck. Die Analysten haben jetzt die Earnings per Share Erwartungen für das Jahr 2021, also die Gewinn pro Aktie Erwartungen für das Jahr 2021, jetzt in den letzten 10 Wochen jedes Mal neu angehoben, also Woche nach Woche neue Anhebungen.
weil die S&P 500 Unternehmen teilweise ihre Guidance angehoben haben, also praktisch ihre Erwartung. Warum tun sie das? Nicht, weil das Geschäft jetzt schon besser läuft, sondern weil man sich sagt, ja, der Impfstoff, der kommt, da wird auch die Mutation nichts dran ändern, der wird wirken und dementsprechend werden wir bombige Geschäfte machen. Das ist sozusagen die Motivation dahinter. Und der Boom, der ist schon längst da, vor allem bei den Retail-Spekulanten. Hier sehen wir Retail Trading Growth, also praktisch das, was Privatinvestoren, die kleineren Investoren hier auf die Waage bringen. Wir haben jetzt knapp ein Viertel des Gesamtvolumens bringen jetzt die Privattrader auf die Waage. Und das war vor wenigen Jahren, waren das noch minimale Prozent, waren keine 4%, die wir hier gesehen haben. Also es ist der Hammer, was da abgelaufen ist, vor allem mit Optionen. Hier sehen wir das. Absolute Explosion. Warum passiert das mit Optionen? Obwohl das eine relativ komplexe Materie ist, aber diese neuen Broker wie Robinhood, die verdienen an diesen Optionen besonders gut. Dementsprechend werden die stark beworben, dementsprechend werden die Kunden gedrängt, auch diese Optionen zu handeln. Wir hatten ja die glorreiche Unterschrift von Sid Donald unter diese Corona-Bill jetzt gesehen, nachdem er ja vorher gedroht hat, nein, werde ich niemals unterschreiben, jetzt unterschreibt das doch. So ist das nun mal, da ist sozusagen der Adenauer'sche Spruch, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, das Leitmotto. Hier sehen wir jetzt die Projektion von Goldman Sachs, die sagen, ja, wir erhöhen jetzt unser Kursziel für das BIP, aber da wird jetzt eine Art Frontloading passieren, also durch die Schecks, die die Amerikaner bekommen, wird der Konsum vorgezogen, wie ja so vieles vorgezogen wurde. Deswegen habe ich da meine Schwierigkeiten mit diesem Boom der 2020er Jahre. Wir konsumieren ja jetzt praktisch in der Gegenwart die Zukunft. Wie dann die Zukunft so glorreich sein soll, weiß ich noch nicht, aber es wird sicherlich so passieren. Und die Spekulation sieht man auch am sogenannten Margin Debt, also praktisch die Hebelung, mit der die Investoren unterwegs sind. 4,18% des Disposable Incomes, also 4,18% des verfügbaren Einkommens. Es gab nur einmal einen höheren Wert, das war im Mai 2018 mit 4,26%. Also wir sehen, da ist man hochgehebelt unterwegs. Insgesamt in der Summe haben wir jetzt den höchsten Margin Debt ever, den wir jemals gesehen haben. Davor war April 2015 mit knapp 550 Milliarden das hoch. Und wir sehen diese Spekulation, diese Boom-Entwicklung, diese Euphorie, vor allem bei den sogenannten SPACs. Das sind ja diese Vehikel, Börsenmäntel, wenn man so will, Firmen, die an die Börse gebracht werden, die gar kein Geschäft haben, sondern nur ein Mantel sind. Mit dieser Firma will man dann andere Firmen kaufen und wir sehen, was da an Geldern reingeflossen jetzt ist in den letzten Monaten. Das ist ein Phänomen des Jahres 2020. Unglaubliche Entwicklungen und jetzt ist eben die Frage, werden wir jetzt diesen Boom zunächst mal bekommen, vor allem in den USA, wird es also jetzt 600-Dollar-Schecks geben oder doch die 2000-Dollar-Schecks, viele Republikaner haben sich ja dagegen gesträubt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit, entweder sie stimmen für die 2000er, also für den großen Scheck, oder sie würden Trump praktisch ins Knie treten. Das wird jetzt eine interessante Geschichte. Das Abgeordnetenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, wird das durchgehen lassen. Aber der Senat, das ist die große Frage, dort haben die Republikaner die Mehrheit. Apropos Trump, wir sehen, dass Rupert Murdoch, der ja vorher sehr eng mit Donald Trump war, offenkundig schon kurz vor der Wahl mit ihm gebrochen hat. Ein Beobachter hat gesagt, Rupert Murdoch riecht Verlierer. Das darf man nur Donald Trump nicht sagen, denn dann kriegt er eine Allergie. Das ist ja das, was er am meisten fürchtet, Verlierer zu sein. Das geht gar nicht. Und wir sehen hier zum Beispiel von der New York Post, nicht die New York Times, sondern die New York Post, ein konservatives Boulevardblatt, eigentlich eher rechtskonservativ stehend. Stop the Insanity, stoppt also das Ungesunde. Die kranke Entwicklung und ein Foto von Donald Trump dazu. Also wir sehen, der Bruch, der ist scheinbar tief. Und der Bruch ist auch vorhanden zwischen den chinesischen Tech-Konzernen wie Alibaba und der chinesischen Führung. Da schlägt man diese Tech-Konzerne oder da leistet man Widerstand gegen diese Tech-Konzerne, beziehungsweise man sagt sich, die sind zu einflussreich geworden. Wir sehen hier, dass Alibaba, Tencent, diese ganzen großen chinesischen Internetwerte sind alle ziemlich abgestürzt jetzt im Dezember. Heute Alibaba minus 8%, nachdem die Zentralbank gesagt hat, naja, Arndt, diese Tochter von Alibaba, ihr bleibt mal besser bei eurem Standardgeschäft, macht keine anderen Sachen. Das ist natürlich schon ein Gamechanger. Und insgesamt sehen wir hier nochmal, wie sind die Rallyes gelaufen oder wie war die Performance zwischen Weihnachten und den ersten Januartagen. Eigentlich meistens positiv in den letzten Jahren und jetzt sind wir ja
mit der heutigen Entwicklung. S&P auf Allzeithoch, Dow Jones auf Allzeithoch, Nasdaq auf Allzeithoch, alles auf Allzeithoch, sind wir ja da schon längst angekommen, haben sozusagen den Durchschnitt jetzt schon verfrühstückt, aber es wird sicherlich noch besser, auch für den DAX. Wir stehen vor einem goldenen Jahrzehnt, meine Damen und Herren. Sie wissen es vielleicht nur noch nicht, ja, also die Zeiten werden so goldig werden, dass wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Und es ist schlichtweg so, dass die Börsen das eben schon mal vorwegnehmen, ja. Und wenn die Zeiten dann so goldig sind, ja, Kursverdoppelung mindestens. Also das Allermindeste, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Morgen nochmal ein Videoausblick und ein Marktgeflüster. Am Mittwoch dann kein Videoausblick, aber nochmal ein Spezialmarktgeflüster. Das habe ich jetzt am Wochenende schon aufgenommen, weil es so ein bisschen übergeordnet ist, nicht am aktuellen Marktgeschehen hängt. Würde mich freuen, wenn Sie da auch am Mittwoch nochmal reinschauen. Morgen sowieso die beiden Videos konsumieren. Jetzt das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Servus und ciao.